Chanubo, willkommen zu einem neuen Dokkan Battle Video. Heute machen wir, oh, wer hätte gedacht, mal wieder Vegeto Summons. Und ich weiß nicht, ob schon die Kog'Moth Summons da waren. Vom zweiten Account, falls ihr nicht fragen, was das ist. Die werden auch noch kommen, falls sie nicht da waren oder waren schon da. Ich weiß die Reihenfolge nicht, weil mit dem hier habe ich jetzt 3 Summon Videos plus noch 2 Zuschauer Accounts, die ich hoffentlich noch abgearbeitet kriege. Ich quetsche die hier schon so rein, weil es geht eigentlich nicht. Ich habe Bio, aber. Ich will summon! Also, ich mache das jetzt nicht, weil ich ein Video brauche, sondern weil ich summon will. Nicht, dass jetzt irgendeiner denkt, ich zwinge mich jetzt sowas. Ich möchte halt summon. Und zwar summon wir heute wieder beim Vegeto-Banner. Die Geschichte um den neuen Rahmen kam auch noch nicht, weil das mit den Stones jetzt kam. Die wird dann auch noch kommen am Wochenende so. Auf jeden Fall summon wir heute wieder beim Vegeto-Banner. Und zwar ganz einfach deswegen, weil ich diesen scheiß Vegeto haben will. Der ist sick! Leute, der ist sick! Heißt also, wir begeben uns in die Banner. Bild wird dunkel. Hallo, Spiel. Bitte nicht. Oh, was passiert hier? Sind die Banner wieder weg? Alles cool? Okay, alles gut gelaufen. Wo war ich? Wir machen Summons heute beim Vegeto Banner weiter und hoffen natürlich wieder, dass wir heute endlich den mir versprochenen Vegeto bekommen. Weil kommt schon. Wer liebt Vegeto mehr als ich? Mir fällt gerade keiner ein, tatsächlich. Ich kenne auch nicht so viele Leute, die überhaupt Vegeto. Aber trotzdem, Mann. Bitte. Wir gehen in eine Multi. Und hoffen das Beste natürlich, wie immer. Ein Gotenks-Tube wäre okay, aber jetzt nicht so meine Traumvorstellung von einem Summon. 2 Schiffe. Vegeto wäre halt wirklich. Muah. 2 Schiffe Baseform. Oh shit. Spiel, wir brauchen jetzt einen Beigeist. Ja. It's over, Freezer. Okay, Gott sei Dank, Alter. Und wir starten rein mit C16. Ich hätte mir jetzt echt eingekackt, wenn da kein Beigeist gekommen wäre. Oh, das wäre ein echt schlimmer Auftakt gewesen. Wir starten rein mit C16. Okay. Kann ich nicht viel zu sagen. Der Trap Gohan. Er sieht echt aus wie ein SSR, muss ich sagen. Aber der SR Gohan, mit dem man die farmen kann, die Ulti von jedem anderen Ultimate Gohan. Davon habe ich, glaube ich, auch schon 5 inzwischen. Scheiße! Oh Gott! Tech Gotenks! Ich habe kurz überlegt, wer ist das, aber... Fuck! Der Tech Gotenks, den ich schon habe. Und den ich absolut nicht gebrauchen kann. Oh, bitte sei nicht der einzige SSR aus diesem Summon. Oh, 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 oh. Das ist echt kacke. Rare Nappa. Eieiei, jetzt kann ich ihn links oben lang dupen, weil ich es auf 1 habe. Perfekt. Ah, fuck. Ganz kurz, aus irgendeinem Grund dachte ich, es sei Vegeto. Aber es ist INT Ultimate Gohan. Oh, shit. Das ist ziemlich doof. Das ist schade. Weil den habe ich auch schon und der ist halt richtig schlecht. Bruh. Rare Krillin, ich habe gerade überlegt, warum leckt das Spiel? Warum könnte das Spiel lecken, Chani? Du rennst das nebenbei. Fein. Rare Krillin. What the fuck? Ach, der Gohan. Namek. Und einer ist, glaube ich, noch. Super Buu. Fett Buu. Verzeihung. Super Buu. Super Fett Buu. Ja, ich glaube, das war's, oder? Nein, wir haben noch Gildo. Gildo. Sorry. Grüße gehen raus am Rhyme-Style. Noch ein Nail. Okay, ich habe mich eindeutig verzählt, was diesen Summon angeht. Wofür ich mich entschuldige. Ja, 2 SSR. Beide habe ich schon. Heißt, wir haben 2 Dupes. Schade, schade. An sich ist Gotenks keine schlechte Karte, auch jetzt im Spiel immer noch nicht. Aber Gohan ist halt eine. Und das tut weh, dementsprechend. Aber, was soll ich sagen, können wir nicht ändern. Wir gehen in den nächsten Summon rein. Und hoffen bei diesem, also auf Vegeto. Weil wir haben jede Banner-Karte außer Vegeto und Buhan. Oh, wehe dir Gott, ich krieg Buhan. Satan rechts, schlechtes Omen. Rainbow. Super Saiyan, schade. Wir hatten gerade schon einen Beigeist, aber es wäre cool gewesen, noch einen zu bekommen. Crack Screen, Verzeihung. Super Saiyan 2. Na, wir haben gar keine Garantie, was mir ziemlich Angst macht. Oh, puh, das könnte ein Deadmult werden. Wir starten rein mit dem Herrn der Kraniche. Es geht so. Wieder SR Trap Gohan, wie ich ihn denn hab jetzt? Okay, ab jetzt bist du SR Trap Gohan. Da ist die Maus. Shadow Dragon, ich weiß immer noch nicht welcher. Es ist mir eigentlich auch ziemlich egal.
Shadow Drache grün. Up. Ich dachte schon wieder, aus irgendeinem Grund ist ein Vegeto. Es ist nicht bei die Pose. Up. Tracksuit, Wagsuit Gohan. Eieiei, das schreit mir förmlich nach einem Dead Multi. Aua, das ist scheiße. Scheiße, ja. Nein, es ist keiner! Ja! Oh mein Gott, ja! Call me Super Vegito. Fuck, ja! 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 Danke! Oh mein Gott, ja! Scheiße, ja! Da ist er! Nach 400 Stones knapp! Oder 350. Heißt also, ich werde die Szene, die ich eigentlich in mein anderes Video einbauen wollte, jetzt hier einbauen, weil sie hier viel besser passt. Rendern abbrechen. Ich habe hier gerade eine ganz neue Schnittidee, weil das... Ja! Alter, dass ich mich letztes Mal so über einen Summon gefreut habe, ist schon ewig her. Und direkt hinterher C17 physisch. Bombe, Digga. Bombe. Ja, da kommt nicht mehr. Obwohl doch, wir sind bei der Hälfte des Summons. Yakon. Lit, Leute. Ich sag zu viel. Nein, ich darf nicht sagen, wann ich will. Ciao, Su. So, jetzt brauchen wir noch ein Dupe. Nein, auf keinen Fall darf man zu viel verlangen. Puh. Noch ein Gohan. Jetzt hat dieser Kid Buu auch Verwendung, weil ich kann ihn in diesem Team benutzen, da er Buu-Saga boostet. Puh. Ja! Oh, scheiße, geil. Direkt mal locken. Wow. Wie geil, Alter. Wie geil. Alter Schwede. Wow. Es ist passiert, Leute. Ich habe ihn gezogen. In einem Video auch noch. Nicht offscreen. Sehr geil. Heißt also, wir gehen jetzt nach diesem unglaublichen Summon in einen Group-Single über. Ha, hab ich gute Laune. Da vergesse ich ja schon fast, dass ich morgen Bio verkacke. Ah, ich muss pinkeln. 1, 2, 3, 4, 5 Schiffe bei mir. Ihr wisst es, schnappt euch ein Spiel eurer Wahl, geht zum Summon-Auswahlbildschirm, startet den Summon und zieht jetzt auf 3 mit mir gemeinsam runter. 1, 2, achso, loslassen, Verzeihung. 1, 2, 3. Schreibt mir wie immer in die Kommentare oder schickt mir ein Bild auf Twitter, was ihr gezogen habt. 5 Schiffe Super Saiyan 2, da könnte was Gutes dabei sein. Ah, okay. Es ist SR, STR, Kid Trunks. Der ist schlecht, aber das macht nichts. Ich meine, who cares? Ja. Wir haben gerade fucking Vegeto gezogen, Leute. Wow. Jetzt ist die Frage, gehen wir hier nochmal rein in der Hoffnung, ein Vegeto Dupe zu bekommen? Weil ich habe hier alles außer dem Vegeto. Ja, außer ihn und ihn auch, aber sonst so Wichtiges. Oder gehen wir hier rein, wo es LRs gibt und die Kategorie Portada-Liederin. Ich glaube, wir gehen hier jetzt rein mit unserem letzten Multi. 55 Steine. Ballern wir ins Kefuda-Banner. 1, 2, 3, 4. 4 Schiffe. 4 Schiffe. Super Saiyajin. Okay, schade. Saiyajin 1. Saiyajin 2. Keine Garantie, aber der letzte. Obwohl doch, der letzte ist ja EGSSR. Wir starten rein mit fucking Tenshin Han. Okay, Angelo Merke. Schöne Handpose, andersrum wäre sie. Naja. Aha, jetzt wäre die Kategorie Portada. Aber man will nicht zu übermütig werden. Sie wäre geil, aber ich verstände es, wenn ich es nicht bekomme, Spiel. Ich bin nicht übermütig, seht ihr? Chichi. Mach die beide zu, aber. Okay, danke, Spiel. Rare Chichi. Nee, SR Chichi, Verzeihung. Der hässliche Typ aus der Cooler-Truppe. Na, wie ich ihn direkt erkannt habe. Hier oben steht's. Hässlicher Typ aus der Cooler-Truppe. Sieht so aus, als würden wir nur einen SSR kriegen und das wird unser letzter sein. Bitte keine Kale. Bitte keine Kale. Wäre entzückend. Scheißwort. Vegeta, hässliches Art. Leider. Vegeta hat aber auch gute Art. INT Blue Vegeta. Nacktmulch, Shadow Dragon. AKA Rufus von Kim Possible. Unstoppable. Runstoppable hieß der. Das ist so komisch. Kim Possible und Runstoppable. Diese Namen, Alter. Sind mir erst aufgefallen, als ich schon ein Stück größer war. Oh, lol, Hallöchen. Du bist nicht unser GSSR. Du bist STR-Gott Goku, Blue Goku. Du bist nicht schlecht, also. Du bist aber auch nicht gut. Ich mag deine Art, aber es ist ein sehr geiles Art. Das ist eins meiner Lieblingsarts, habe ich schon mal gesagt.
cooler. Und jetzt einer der featureten Karten. Bitte, Kifura. Ich guck nicht hin. Bap. Und fucking Cauliflower. Schade. Es ist Cauliflower geworden, die ich aber auch noch nicht habe. Heißt also, why the fuck not? Zwei SSR noch in diesem Summon. Es lief gut. Und mit gut meine ich... Scheiße, ich klicke immer darauf. Wieso tue ich das? Weil es bei Global da ist. Und mit gut meine ich, wir haben heute einen Vegito gezogen, einen Gotenks Dupe, einen INT Ultimate Gohan, einen C17, eine Cauliflower und einen Blue Goku. Leute, ich glaube, mein Summon Luck ist durchbrochen. Also mein... Oh, lol. Meine Bad Luck Strähne ist, glaube ich, mit JP nun durchbrochen worden. Und ich hoffe, dass sich das auch auf Global so überträgt nächste Woche beim Gogeta Banner. Weil wenn meine Summons jetzt so lit bleiben und wieder von der Pechsträhne erlöst sind, könnten das ziemlich nice Summons werden nächste Woche. Aber gut. Nächste Woche ist erst nächste Woche. Ich bin so ein Poet. Das war's mit dem heutigen Dokkan Battle Video. Wenn es euch so sehr gefallen hat wie mir, dann lasst doch gerne ein Like oder ein Abo da. Wir sehen uns morgen bei einem neuen Dokkan Battle Summon Video vielleicht wieder bei... Irgendwie was kriege ich schon hin. Oder sowas. Bis dahin, haut da rein. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao, Nobel. Und ciao.